Ach ja, das geht mit dir. Der klingt auch schön, aber es ist nicht so der Wein. Ich kann mich sehr gut noch daran zurückerinnern, als Eder mit der Idee kam, das Album Palimpsest zu nennen. Wir wussten im ersten Moment gar nicht, was das genau ist. Also und was? Palimpsest, ja was? Genau. Was? Okay. Und haben dann eben erfahren, dass es ein antikes Schriftstück ist, das immer wieder neu überarbeitet wird, recycelt wird. Und dann haben wir in dem Moment gedacht, das passt perfekt auf diese Produktion, auf alles. Einerseits natürlich, weil wir Musik und Text zusammenbringen. Text von Dichtern, die schon länger gestorben sind und quasi deren Material neu entdecken, neu aufbearbeiten. Und andererseits Palimpsest, weil wir zusammen immer wieder unsere Ideen genommen haben und im Prozess überarbeitet haben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Texte, die man auch nicht vergessen darf. Die Texte, die von Heinrich Heine und Lascouche Poradeci stammen. Placement of the mic that are being soloed right now. Palimpsest ist halt sowohl auf der technischen als auch auf der inhaltlichen Ebene einfach irgendwie sinnig gewesen. Also ich habe halt vorher, als ich das Wort gehört habe, mir gedacht so. Aber als mir das erklärt worden ist, dachte ich mir auch so, ja.